Hallo, willkommen zu meinem neuen Video und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte euch heute in dem Video erzählen, warum ich eigentlich meinen Job gekündigt habe. Und zwar ist es so, ich habe damals Patentanwaltsfachangestellte gelernt und habe auch bis 2016 ununterbrochen in dem Beruf gearbeitet. Also der Beruf, der hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe immer gerne die Sachbearbeitung gemacht, habe gerne Patente angemeldet, habe wirklich die Korrespondenz mit den Anwälten geführt. Also es war wirklich ein schöner Beruf und ich kann da auch jetzt eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen. Aber es war dann halt einfach so, dass ja dann 2011 die Fotografie in mein Leben getreten ist. Und dass ich dann einfach was anderes gefunden habe, wo halt wirklich mein ganzes Herz dran aufgegangen ist. Und so war das dann halt, dass ich ab 2012 mich wirklich ganz viel mit der Fotografie beschäftigt habe. Halt, wie macht man das alles mit der Kamera, mit den Einstellungen, wie wird man besser im Fotografieren, mit der Kommunikation, mit den Menschen, die man halt fotografiert. Ich habe ganz viele Workshops gemacht. Also wirklich, mein Leben hat sich dann irgendwann halt nur noch, sage ich jetzt mal, um die Fotografie gedreht. 2012 war es dann so, dass ich die Fotografie schon als Nebengewerbe angemeldet habe, weil ich halt gemerkt habe, hier kommen ein, zwei Aufträge und wenn man halt Rechnungen schreiben will, ist es halt immer besser, wenn man dann Nebengewerbe angemeldet hat. Und so hat sich das dann immer weiter und weiter entwickelt. Und 2013 war es dann schon so, dass ich zeitlich so an meine Grenzen gestoßen bin, dass ich dann von meinen Bürotagen von einer 5-Tage-Woche auf eine 4-Tage-Woche reduziert habe. Das war damals aber für mich innerlich ein extremer Kampf, da zu reduzieren. Also ich habe da innerlich wirklich Kämpfe ausgestanden, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich halt immer diese moralischen Aspekte in mir hatte, so, nee, du kannst doch jetzt irgendwie nicht reduzieren und du kriegst ja dann auch ein paar hundert Euro weniger und wie sieht denn das aus, was sollen die anderen von dir denken und du machst jetzt hier dann irgendwie viel mehr Fotografie, das was dir halt Spaß macht, das darf doch irgendwie nicht sein. Also es war schon wirklich innerlich ein krasser Prozess, das dann wirklich zu machen. Aber als ich es dann so gemacht habe, war es einfach, oh Gott, es war der Himmel auf Erden. Das war halt einfach so geil, dann diesen Schritt wirklich zu gehen und nur noch 4 Tage immer ins Büro zu müssen und die restlichen 3 Tage dann wirklich mit dem zu verbringen, was man halt liebt und was einem halt einfach auch gar nicht so wie Arbeit vorkam oder kommt, ist ja jetzt immer noch so. Ja, und dann ging das eigentlich immer so weiter. Also ich bin dann die ersten paar Jahre irgendwie erstmal ganz gut damit gefahren, diese 4 Tage nur im Büro zu sein und den Rest mit der Fotografie zu verbringen. Und dann war es aber irgendwann so, dass ich halt schon immer mehr gemerkt habe, oh, eigentlich will ich nur noch fotografieren. Aber diesen Gedanken halt, mich damit selbstständig zu machen, das habe ich nie wirklich zugelassen, weil ich einfach gedacht habe, ach, das schaffst du eh nicht. Und irgendwie habe ich auch gedacht, das geht doch nicht. Irgendwie bei uns in der Familie ist jetzt nur mein Onkel selbstständig. Und ich kannte das jetzt irgendwie auch nicht wirklich, dass man da halt so selbstständig ist. Und dann habe ich irgendwie auch so gedacht, hier, was sollen meine Eltern von mir denken? Und jetzt kannst du doch nicht einfach deinen sicheren Job aufgeben, wo du halt monatlich dein festes Geld bekommst. Also es waren halt wirklich ganz viele Sachen, die da einfach bei mir im Kopf abgegangen sind. Und so habe ich das dann auch immer einfach weiter durchgezogen, halt schön 4 Tage im Büro und dann der Rest halt mit der Fotografie. Und dann war es aber irgendwann, ist das immer schlimmer geworden. Also ich saß dann halt wirklich im Büro und mein ganzer Körper hat eigentlich gesagt, nein, das ist sowas von falsch, was du hier machst. Du sitzt hier und bist so unglücklich. Also es war wirklich, ich war einfach nicht mehr glücklich da im Büro. Und ich kann aber auch nicht mal sagen, dass mir diese Arbeit da nicht so Spaß gemacht hat. Das war halt einfach, weil ich halt gewusst habe, wie sich es für mich anfühlen kann zu arbeiten. Und zwar, wenn ich halt Fotos mache oder wenn ich auf einer Hochzeit bin. Und dieser Kontrast war halt einfach so krass. Einmal das zu tun, was man halt wirklich total liebt und was sich dann auch so leicht anfühlt und dann dieses verkrampfte Sitzen da im Büro, wo man halt feste Zeiten hat, wie man da halt irgendwie da zu sein hat, das war halt, das hat sich halt immer und immer mehr halt entwickelt. Und 2016 war es dann halt auch noch so, dass meine Kollegin gekündigt hat und das war eigentlich dann auch wirklich der Tropfen, der für mich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also für mich war das emotional eine totale Katastrophe, dass sie jetzt gekündigt hat, weil ich einfach so gedacht habe, oh Gott, wie soll das jetzt weitergehen und dann kommt da eine neue und wer weiß, wer das ist und dann muss ich die halt einlernen und keine Ahnung, es waren halt so ganz viele Sachen, die dann bei mir im Kopf abgegangen sind. Und dann war das irgendwie auch so, sie hatte gekündigt und ich glaube eine Woche oder 2 Wochen später, keine Ahnung,
habe ich halt gemerkt, dass es für mich auf Arbeit überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ich saß dann halt da und ich habe dann meine E-Mails gecheckt und habe die halt gelesen und habe halt dann irgendwie nach dem dritten Mal wieder eine E-Mail durchgelesen und habe überhaupt nicht mehr gerafft, was da eigentlich drin stand. Ich habe so gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Also ich habe halt immer gut funktioniert, auch gerade im Büro. Ich konnte mein Wissen immer sehr gut abrufen und hatte da so nie Probleme. Und in dem Moment war das so, scheiße, was ist denn jetzt los? Du raffst ja irgendwie gar nichts mehr. Dann saß unsere Auszubildende neben mir und habe mich dann noch eine Frage gefragt. Und ich habe so gedacht, ey, scheiße, Jana, du brichst jetzt hier emotional echt gleich zusammen. Ne? Also es war wirklich... Innerlich habe ich halt wirklich geschrien und ich war auch den Tränen so nah, dass ich so gedacht habe, okay, das ist jetzt der Punkt, wo du erstmal einfach nach Hause gehst. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann halt nach Hause gefahren und habe so gedacht, jetzt gehst du erstmal zum Arzt und lässt dich eine Woche krank schreiben, erklärst ihm das so ein bisschen, hatte halt schon mega das schlechte Gewissen, weil ich so gedacht habe, oh Gott, was sagst du dem Arzt jetzt? Also, weil das so ungreifbar halt klingt, hier, ich sitze auf Arbeit, lese eine E-Mail und weiß nicht mehr irgendwie, was da drin steht. Also, und ich bin dann halt zu dem Arzt gegangen und der hat dann nur so zu mir gesagt, na Frau Richter, mit einer Woche werden wir da nicht auskommen, aber wenn Sie erstmal nur eine Woche haben wollen, dann machen wir das halt so. Und ich habe so gesagt, was labert denn der da? Und naja, habe mich dann halt die Woche krankschreiben lassen und das war dann wirklich so, dass ich halt mit dieser Woche nicht ausgekommen bin, sondern ich habe halt letzten Endes 5 Wochen gebraucht. Also er hat mich dann immer halt wieder verlängert und hat mich dann irgendwann 5 Wochen halt krankgeschrieben. Und innerlich war es aber halt trotzdem so, dass ich halt gemerkt habe, nee, ich komm eigentlich trotzdem nicht so richtig klar. Also ich habe mir das halt immer eingeredet, also ich habe diese 5 Wochen schon auch wirklich genutzt, um viel für mich zu machen. Ich habe mich dann mit Achtsamkeit beschäftigt, ich habe mich halt viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe halt wirklich immer so Wege gesucht, wie ich wieder in dieses Büro zurückgehen kann und dass ich halt einfach da weiter funktionieren kann, sage ich mal. Und ich habe diese Möglichkeit halt gar nicht so richtig in Betracht gezogen, dass ich wirklich eventuell kündigen muss. Also das war für mich in dem Moment noch gar keine Option, weil ich halt einfach so festgefahren war und gedacht habe, nee, das ist halt dein Beruf und du brauchst halt jeden Monat dieses feste Einkommen. Und so wie die meisten Deutschen, glaube ich, denken, halt dieses Sicherheitsdenken. Und so war das halt auch bei mir. Naja, und das war dann letzten Endes so, nach den 5 Wochen bin ich halt dann wieder ins Büro und habe dann halt gedacht, ja, hier das... wirst du schon alles wieder hinbekommen. Und das war auch am ersten Tag so, das lief eigentlich echt ganz gut, ich war da schon guter Dinge. Und am zweiten Tag war es eigentlich genau wieder so scheiße. Also ich bin halt genau wieder in diese alten Muster verfallen, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich habe überhaupt nicht gerafft irgendwie, was da halt in den E-Mails stand. Also ich war halt wirklich wieder völlig abwesend. Und dann war das so, ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, wer mir das gesagt hat, aber ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, das hat mir halt eine Freundin gesagt. Die hat mir halt gesagt, dass man sich auf ärztlichen Rat kündigen lassen kann und dass halt der Vorteil dabei ist, dass man ab dem ersten Tag dann auch das Arbeitslosengeld bekommt. So, und das war dann halt so ein Gedanke, wo ich so gedacht habe, was, irgendwie sowas geht, und das wäre ja irgendwie dann schon mal so ein Ausweg aus dieser Situation, dass man halt wirklich so diese Möglichkeit hat, man kündigt halt selber und hätte aber dann ab dem ersten Tag Anspruch auf Arbeitslosengeld und guckt dann halt erstmal einfach, wie es weitergeht. Und so war das dann auch. Also ich habe mich dann mit meinem Arzt zusammengesetzt, habe ihn halt gefragt, ob er das halt machen würde. Und er hat halt gesagt, dass das kein Problem ist, weil ich ja nun auch diese Vorgeschichte hatte. Und er hat ja nun auch gewusst, wie schlecht es mir damit geht, einfach wieder auf Arbeit zu müssen. Bin dann zum Arbeitsamt gegangen, habe halt gefragt, wie man das halt machen muss, dass man halt quasi auf ärztlichen Rat gekündigt wird. Und die haben mir gesagt, dass das so ist. Man kündigt halt bei seinem Job, meldet sich dann arbeitslos beim Arbeitsamt, gibt dann halt den Grund an, dass man halt auf ärztlichen Rat kündigen will oder gekündigt hat. Dann geben die einem so ein Schrieb, so ein Formular, was halt dann wiederum vom Arzt ausgefüllt werden muss, was er dann ans Arbeitsamt schickt. Und dann bearbeiten die das halt alles und dann bekommt man wirklich ab dem ersten Tag halt wirklich auch Arbeitslosengeld. Und so war das halt bei mir dann auch. Also es hat dann noch ein bisschen gedauert, sag ich mal ein paar Wochen, dass ich halt wirklich dann auch diesen Schritt halt für mich gegangen bin, dass ich wirklich halt auch gekündigt habe, weil das war halt genauso wie mit dieser 4-Tage-Woche, sage ich mal, das war halt innerlich wieder so ein total krasser Kampf, wo ich gedacht habe, hier, ich kann doch jetzt echt nicht einfach meinen Job kündigen.
Aber als der Hebel dann einmal so umgelegt wurde und ich wirklich gesagt habe, ja, ich mache das jetzt, dann war das halt wirklich auch so ein Selbstgänger. Dann habe ich das gemacht und dann ist halt wirklich so eine Last auch von meiner Schulter gefallen. Und das Krasse war, ich habe mir dann auch gar nicht so sehr Gedanken gemacht, wie es weitergehen sollte. Ich habe dann erstmal nur gedacht, okay, du bist jetzt erstmal aus diesem Büroalltag raus, du bist dann erstmal arbeitslos und dann entscheidest du einfach weiter, wie es halt weitergeht, weil für mich kam halt nichts anderes in Frage, außer halt aus diesem Gefängnis für mich halt auszubrechen. Und ja, so war das dann halt. Ab 1. Januar war ich dann arbeitslos. Und wie es da halt dann so weiterging und was da an mir so vorgegangen ist, das würde ich euch halt gerne in einem zweiten Video erzählen. Also soll es das jetzt hier erstmal gewesen sein. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Und ich sag tschüss und bis bald.